wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Petri sieht was. Jetzt nicht Petri. Doch, Petri folgen. Steinstarke Idee, Petri. Nichts wie rauf. Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Schomper, musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Vorsichtig. Tja, das kannst du laut sagen. Uff. Sag mal, wo ist Chomper? Mir auch Ducky nicht gesehen. Chomper! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, naja, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig, es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also ich find's irgendwie spannend. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde.
frisst er uns nicht. Sein Schwanz ist in den Felsen eingeklemmt. Wir sind sicher, solange wir uns von seinen scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle. Mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, damit meine ich natürlich nicht dicht, Champa. Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen, denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Licht schon wieder! Kuhfeier, nix wie weg! Zurücklaufen, den wir gekommen sind. Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch. Nicht schlapp machen. Da kommt der Schafzahn nicht durch. Na los! Nicht gleich in die Höhle gekommen, Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chompa und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja, und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! Seht mal, Wurzelhöhen uns näher angeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chompa retten. Tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen.
genau. Ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Champa, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baum macht Brücke für uns! Ja! Ja, jetzt habt ihr gerade gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Schafzahn zu sein. Wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären, zum Beispiel zu Hause. Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Da nichts wie rein mit uns. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp.